Servus Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, es geht weiter mit dem Saab und dessen Hilfsrahmen. Das Riesending seht ihr hier, ja, habt ihr auch bei einem Opel Vectra oder Opel Astra verschraubt, Hilfsrahmen bzw. Aggregateträger. Das Ding hat Gummilager, die möchte ich gerne ersetzen. Wie ich das mache, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Wie ihr bereits in der Einleitung schon erfahren habt, geht es heute um den Hilfsrahmen aus dem Saab. Das Ding nennt man ja auch Aggregateträger und ist so gesehen unter Motorraum verschraubt. Da drauf sitzt zum Beispiel auch die Servolenkung, sprich das Lenkgetriebe ist daran verschraubt. Da dran sind die Querlenker und der Kühler, das Unterteil, ne, findet da seinen Platz. Also es gibt da einiges, was da dran hängt. Ist immer sehr mühselig, so ein Teil runterzuschrauben. Viele Schrauben sind immer festgebacken, klar, das Ding ist Wind und Wetter und jeden Mist ausgesetzt, was so unter das Auto knallt. Da hat man dann meistens oder oft seine liebe Mühe, das Ding vernünftig rauszubekommen. Und es ist auch sehr sperrig. Da muss man sich dann wieder irgendwas einfallen lassen, um das zu demontieren. Ja, das dient jetzt nur mal als Beispiel, wie ich schon sagte, ne? Astra G oder Vectra B und andere Fahrzeuge auch, die haben so einen Hilfsrahmen. Das könnt ihr so als kleines Tutorial sehen, obwohl da jetzt nicht so viel zu machen ist. Hier sind so Gummilager, 1, 2, 3 Stück, die möchte ich ganz gerne rausholen. Eins kann ich euch mal zeigen, das haben wir mal probeweise mit einem, ja, ihr kennt das, Kernlochbohrer, haben wir mal versucht das rauszuschneiden, ja, die sehen dann so aus. Und da ist aber immer noch ein Rest innen drin geblieben, dann hat man da wieder so ein Gefummel, das rauszubekommen, weil ich möchte diese neuen Lager, das sind PU-Lager oder PU-Buchsen nennt man die auch, möchte ich gerne hier drin eingepresst haben, damit ich den Hilfsrahmen so weit hinlegen kann, dass es die gleiche Höhe hat wie meine Presse. Ich muss das hier dann noch ein bisschen abstützen, das ist okay, das kriege ich hin. Und da habe ich jetzt einfach mal ein altes Wägelchen genommen, was ich noch hatte. Darauf habe ich mir eine Platte gelegt und da drauf liegt jetzt der Hilfsrahmen, dass ich das so ungefähr auf eine Höhe habe. Die Hülsen müssen von der Unterseite so gesehen ausgepresst werden. Ja, hier. Und nachher einpressen müssen wir von der anderen Seite. Dafür muss ich den Hilfsrahmen dann nochmal umdrehen. Jetzt möchte ich aber erstmal probieren, ob ich das so hinbekomme, dass ich die alten Hülsen erstmal rausbekomme. Wie ihr das hier seht, habe ich mir jetzt eine kleine Behelfskonstruktion gebaut. Hier mit so zwei Vierkanthölzern. Hier so ein bisschen nochmal mit kleinen Unterlegstücken unterbaut, dass es so einigermaßen gerade ist. Das sieht ein bisschen abenteuerlich aus, das macht aber nichts, wenn es mir in dem Moment hilft. So, dann versuchen wir mal hier die Buchse da auszupressen. Ich will hoffen, das funktioniert. Ich habe mir da eine 20er Nuss eingelegt. Das sollte funktionieren. Und damit das ein bisschen besser rutscht, habe ich einfach mal Rostlöser eingesprüht. Könnt ihr das da sehen? Natürlich hier ein bisschen Luft lassen, damit auch wenn diese Hülse da rauskommen kann. Und dann pressen wir das mal da raus und schauen wir mal weiter. Ja, was ich so erkennen kann, sieht das gar nicht so schlecht aus. Da könnt ihr das sehen. Das sieht sogar sehr gut aus, dass das rauskommt. Ja, wie gesagt, das ist eine Behelfskonstruktion, aber es scheint zu funktionieren. Wunderbar. Ja, mein erster Versuch
das von der anderen Seite auszupressen, das Lager. Ja, es war so ein Teilerfolg. Da ist leider nur der innere Kern rausgerutscht. Ne? Das seht ihr da. Da hat sich das Gummi dann verabschiedet, aber der innere Kern ist drin geblieben. Gut, dann habe ich den Hilfsrahmen nochmal umgedreht und habe mir hier so eine dicke, fette Nuss genommen, wo das Lager dann, wenn man es auspresst, drin verschwinden kann. Und als Abstützung auch, um diesen inneren Kern herauspressen zu können, muss ich nur meine Nusshebel rausrudeln. Zum Drücken habe ich mir hier eine 27er Nuss genommen, die passt genau auf diesen Ring drauf. Jetzt gucken wir mal eben, ob ich den auch wirklich rausbekommen habe. Jo, das sieht super aus. Passt rein. Ja, der sieht dann so aus und ist natürlich total vergammelt, aber es ist definitiv besser, das von oben zu auszupressen, als wie von der anderen Seite. Es ist halt nur blöd, dieser komische Gummiring, der da drumherum ist. Den müsst ihr dann damit durchpressen. Naja, gut. Aber so geht es definitiv einfacher. Gut, versuchen wir mal weiter. Ja, bei solchen Sachen muss man halt immer ein bisschen tricksen und sich helfen. Gut. Dass ich den Hilfsrahmen auf dieses Wägelchen gelegt habe, das ist super, ne? So kann ich den drehen und wenden und das funktioniert alles. Meine Presse kann soweit stehen bleiben, das kann ich mir dann hier so gesehen schön ausrichten. Dann zeige ich euch das mal, wie ich das hier aufgebaut habe. Bei der Presse sind solche Platten dabei, die habe ich mir als Grundlage dahingelegt. Dann habe ich hier diese große Nuss genommen. Das ist eine, muss ich gerade selber gucken, das ist alles so LKW-Werkzeug. Auch ganz gut mal sowas zu haben. Sehe ich jetzt gerade gar nicht, was das ist. Ich würde das einfach mal sagen, 60 oder 70, irgendwie sowas wird sein. Ne? Diese Öffnung nehme ich mir, damit dann hier diese Hülse reinrutscht und der äußere Rand ist dann dafür, dass der Rahmen hier aufliegt. Und dann kann ich schön gerade pressen. Das verkantet sich nicht und so die Probleme. Das eigentliche Pressen ist immer gar nicht das Problem. Das eigentliche Pressen ist gar nicht das Problem, sondern dieses Ausrichten, dieses Gefummel, dass man die Höhe richtig hat und dass es dann auch sauber läuft. Das Pressen ist diesen Hebel bewegen, das ist nichts Wildes. Ja, so. Dann gucken wir mal vorher, werde ich da noch mal Rostpulver reintun. Dann habe ich hier einen Schnellrostlöser. Gehen wir hier nochmal einen Spritzer rein. Und dann gucken wir mal. Dann nehme ich mir hier wieder meine 27er Nuss. Das hat ja vorhin wunderbar funktioniert. Einfacher. Man hat halt immer dieses Ausrichten und Unterbauen, damit das alles schön gerade läuft. Und man merkt auch hier
In meinem Fall habe ich jetzt hier eine Anzeige, wie viel Druck ich da gerade drauf ausübe. Und ihr würdet auch merken, oh, es geht nicht mehr weiter. Dann lieber nochmal schauen und nicht mit Gewalt das Ding da reinquetschen, dann kriegt das nachher nicht mehr raus. Ja, da darf wieder mehr Schärfe rein. Ich habe erst gedacht, man könnte vielleicht, die Möglichkeit gibt es ja auch, im Lager auszupressen. Eine lange Gewindestange, zwei Muttern, Scheibe und die ganze Sache da auszupressen. Aber im Hilfsrand, das ist immer so festgeklammert. Da macht ihr euch tot mit dieser Variante. Und entweder habt ihr selber eine Presse. Ja, und oder ihr schaut, dass ihr euch da irgendwo von jemandem helfen lasst, der so eine Presse hat. Ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. So, das ist wieder schon schön leichtgängig. Ja, super. Ja, da sieht man schon. Das geht jetzt total einfach. Dann drehen wir das hier wieder raus. Das sind immer so Sachen, man muss sich eigentlich immer ein bisschen zu helfen wissen und nicht immer sofort aufgeben, sondern einfach mal probieren und meistens funktioniert es auch. Ja, dann mache ich mal weiter mit den nächsten Lagern, die müssen auch noch alle raus, damit ich dann die anderen Lager wieder einpressen kann. Ja, wie ich jetzt das Lager ausgepresst habe, habt ihr gesehen. Das für euch als kleiner Denkanstoß, Ideenanstoß, ne? Da kann man sich schon mit ein bisschen Nachdenken doch selber helfen, muss da nicht immer sofort aufgeben. So eine Presse ist natürlich ideal. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Gewindestange machen, aber bei diesen festsitzenden Lagern würde ich euch das nicht empfehlen. Das ist dann mühselig und da macht ihr euch tot dran. Die Dinger sind erschwinglich, packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Die kann jetzt hier 12 Tonnen pressen, das reicht vollkommen aus für einen Hobby-Schrauber. Und damit kann man sich definitiv helfen und solche Reparaturen einfacher durchführen.